Hallo und zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, diese blöden Drachen da oben haben wir in der letzten Folge endlich besiegt. War zwar ein bisschen langweilig der Kampf, aber Hauptsache sie sind down, würde ich sagen. So, jetzt haben wir aber ein anderes Problem und der ist unten im Keller. Dann gehen wir jetzt nochmal hin und schauen mal, dass wir den killen können. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren mit dem Harmonie-Zauber. Wenn ich ihn dann ansetzen kann. Der ist nämlich extrem schnell und der Zauber braucht eine Zeit, bis er durchgeht. So, warte mal, was wir den da killen. Schmeißt dann da hinten ist noch einer, okay. So, warte mal, mal schauen hier, ob ich den hier. Der ist da unten drinne. Ich schaue mal, ob ich den hier hochziehen kann. Ja, der ist richtig versteckt, den. Der wartet nur, mich wegzuschnetzeln. Na, kommst du? Na, da bin ich ja nicht gesehen. Von hier werde ich das nicht, wird es nicht reichen wahrscheinlich. Okay, bringt gar nichts. Gehen wir mal hoch hier. Vielleicht kommt er ja hoch. Komm her. Komm hoch. Okay, Harmonie-Zauber bringt nichts. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in der Führung wieder sterbe wie das letzte Mal. Ich habe ja noch nichts dabei. Will jetzt auch ins Inventar reinschauen, ehrlich gesagt. Genau deswegen. Ah, der hat nicht mehr viel. Stirb! Oh. Ithril-Rapier. So, jetzt muss ich aber. Jetzt werde ich mir doch mal jetzt ins Menü reinlegen. Gift Toxin. Ja, das bringt glaube ich nichts. Halt Erfrierung. Okay, das brauchen wir jetzt aber nicht, wenn meine Erfrierung eh gleich weg ist. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal schnell die Waffe an. Ithril Rapier. Da unten. Stoßschwert. Und da hat ein Erfrierungseffekt drauf. Coole Sache. Genau, 35 auf Erfrieren. Nimm mal auf jeden Fall den hier. Jetzt schaue ich mal runter, ob es noch irgendwas gibt. Weil irgendwas musst du ja bewacht haben. Irgendwas musst du ja bewacht haben. Okay, was ist das? Ist es ein Mimik? Ist es keine? Naja, dürfte keine sein. Ja, Funkeltitanit. Ist das eine Mimik? Ja, das ist eine Mimik. Oh. Ich hasse Mimics. Ne, ist doch keine, hä? Hat aber. Ja, sieht fast so aus, aber die Kette sieht man nicht richtig. Hier ist noch eine Kiste. Titanitschuppe.
Gibt's hier noch irgendwas? Das ist vielleicht eine versteckte Wand wieder? Nein. Hier ist noch eine Kiste. Oh, was ist das? Was ist das? Was war das? Hä? Was war das jetzt gerade? So, haben wir jetzt ja alles gelootet. Schaut so aus. Gehen wir wieder hoch. Gehen wir hier. Hier müsste jetzt eigentlich der Bombentypi sein. Genau. Der Axttypi. Ganz schön Schaden, ey. Ich würde meine Essos nehmen. Aber da kann ich Harmonie machen. Ja. Knall dir mal weg, genau. Oh. Jetzt kommt der Papa dran. Funkeltitanit. Große Titanitscherbe und Glut. Oh, Glut habe ich auch schon so viel. Aber das werde ich mir alles fürs NG Plus aufheben. Im NG Plus werde ich dann auch ein bisschen Multiplayer mehr machen. In dem ersten Durchgang will ich es ja alleine schaffen, eigentlich. Also Brocken findet man jetzt echt gut. Boah. Oh, warum? Warum? Na, das kannst du nicht anwenden dann. Also das sind Gegner, eins von den Gegnerklassen, wo ich am meisten hassen tue. Boah, sind die eklig. Und da oben komme ich jetzt, da warte mal, wenn ich jetzt hier nochmal zurück, wenn ich da runtergefallen bin, gell. Scheiße. Jetzt hätte ich mir den Loot da hinten auch holen können, aber den kriegen wir schon. Gehen wir mal hier weiter. Leider gibt es hier nicht. Okay. Auf jeden Fall mal langsam hier hoch. Blitzrune.
Ich habe noch nie irgendwas von den Kisten bekommen hier. Oder Fässern oder was das ist. Du bist ruhig. Ah. Du bist auch ruhig. Noch einer hier. Komm, springt runter. Da ist einer. Bin ja gespannt, wenn ich die erste Titanit-Schorle, glaube ich, ja. Schorle, glaube ich, heißt es. Finde. Oh, das hört sich groß an. Oh. Rein in den Fettwanst. Okay. Ah, der ist der eine, der mir Feuer angeschossen hat hier. Weiß hier. Präzisionsarmbrust. Scharfschützenbolzen. Okay. Hier sind wir gekommen. Genau, jetzt haben wir das auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber gleich nochmal da hinten hin. Da haben wir nämlich auch was übersehen. Die resetten jetzt natürlich nicht. Kann ich nicht gleich runterspringen? Nee, verliert bloß wieder Energie. Das machen wir dann nicht. Hier kommen wir auch noch nicht hoch. Dann gehen wir jetzt da hinten nochmal hin. Und holen uns den Loot. Wie kann man denn darauf? An der Brücke runterspringen? Okay, dann muss man trotzdem noch, dann muss man wirklich nochmal runterspringen. Titanitbrocken. Mich würde interessieren, wenn man ins NG Plus geht, ob man die Materialien dann behält oder nicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben? Das ist wie ein Ritter. Okay, dann müssen wir jetzt wirklich nochmal da runterspringen. So. Und zwar hier runter. Untoten Knochensplitter. Yeah. Yeah. Das heißt, wir können unsere Estus wieder upgraden. Dass die stärker werden. Geil. Okay. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal zu dem großen Tor, ob da irgendwie ein Hebel ist. Aber wahrscheinlich wird es wieder von der anderen Seite sein, dass man diesen aufkriegt. Trotzdem schnell mal hinschauen.
Komm her, Drache. So, ist hier was? Hebel, Hebel, Hebel. Sieht nicht so aus. Nein, hier ist nichts. Aber rein schaut hier trotzdem mal, wenn man schon mal sieht. So, dann, gibt es ja bloß eigentlich jetzt den Weg hier. Was ist denn das die ganze Zeit? Das ist über mir. Das hört sehr lecker an. Okay. Gehen wir jetzt hier rechts weiter. Also hinten sehe ich eh schon das Unheil. Ich hasse die Ritter da. Ich habe wieder geile Glockenmann. Oh, zwei Stück. Aber. Nein! Oh, Menno. Nee. Gehe zurück und resette. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar, wenn wir bei den Rittern dann sind. Dann will ich mal was ausprobieren. Hier ist auch noch Loot. Ah, dann holen wir uns natürlich noch schnell. Boah, das ist noch ein... Mei. Okay, dann müssen wir den jetzt killen, das hilft nicht. Bitte lass ihn backsteppen. Okay. Down. Großlanzer. So. Leuchtfeuer. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Abonnieren nicht vergessen. Dann verpasst du auch keine Folge mehr. Und dann bis zum nächsten Mal.